Bayern 3 präsentiert Mensch Otto. Montag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr. Nur hier in Bayern 3. Ich freue mich erstmal sehr. Herzlich willkommen, Norbert Gastell. Ich grüße Sie. Herr Gastell, seit fast 20 Jahren leihen Sie jetzt dem Homer Simpson Ihre Stimme, hauchen ihm Leben ein. Haben Sie im Laufe der Zeit schon Ähnlichkeiten festgestellt? Ja, also nicht direkt. Ich meine, ein bisschen Homer steckt ja in jedem von uns, würde ich sagen. Ja, inwiefern? Ja, nur man verliert, er ist ja der Versager per Excellence, ja. Nicht wahr? Und tritt in jedes Fettnäpfchen, das da ist. Also ich meine, so ein bisschen hat ja, glaube ich, auch jeder mal, ist das jedem mal passiert oder steckt in uns. Ja, macht er ja auch sympathisch. Ja, ja sicher, deswegen kommt er ja so gut an. Ja. Aber Sie ertappen sich noch nicht dabei, dass Sie Eigenschaften von ihm angenommen haben oder dass Sie so denken wie er. Nein, also da kann ich nur mit Thomas sagen, nein! Wie war das eigentlich am Anfang, als Sie die Rolle angenommen haben? Also fand Ihre Frau das lustig? Ich muss ehrlich sagen, wir selber, die also mit der Serie angefangen haben, es war gewöhnungsbedürftig. Wir mussten uns auch erst an diese gelben Figuren und an diese Art und diese Art. Ich meine, es ist ja die Verscheißerung des American Way of Life. Absolut, ja. Nicht? Und wir mussten uns erst daran gewöhnen, an diese gelben Figuren. Und es ist ja heute noch so. Entweder liebt man sie oder man mag sie nicht. Es gibt Leute, die damit gar nichts anfangen können. Ja, genau. In jedem Alter. Und es gibt Leute, die würden dafür sterben. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist ja ein derartiger Fanhaufen, das gibt's ja gar nicht. Ja, polarisiert unglaublich. Unglaublich. Ja, aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen, gibt's irgendwas, was Sie gerne von ihm hätten? Eine Eigenschaft, die Sie sich an sich selber wünschen würden, vorstellen könnten, aber sich vielleicht nicht trauen? Trauen würde ich nicht sagen. Was bestechend ist, ist ja seine Naivität eigentlich. Und dadurch auch seine Lebensfreude und wie er alles anpackt und denkt, er schert sich um gar nichts. Ja, und er macht sich ja auch keine Sorgen. Nein, er macht sich keine Sorgen, er denkt auch gar nicht nach drüber. Das hätten Sie gerne. Ja, also so manchmal. Ja. Können Sie auch nach fast 20 Jahren noch drüber lachen? Ja. Was sind so die Szenen, die Ihnen am meisten Spaß machen? Ach, wenn er mit Bart also zu streiten anfängt und eine Wut kriegt und ihn am Hals packt und sagt, ich bring ihn um. Oder solche Sachen. Aber er ist an sich ein liebenswerter Kerl im Grunde genommen. Aber mir geht's immer so, also dieses einfach mal so richtig dick, dumm, faul und gefräßig auf der Couch liegen. Ja, das würden wir uns ja alle mal wünschen, oder? Dass man einfach ohne schlechtes Gewissen sowas macht, sich einfach mal so richtig gehen lässt. Ja. Ein Donut nach dem anderen essen und dazu ein Duff-Bier noch immer. Ja, und dann Fernsehen, ja. Sowas machen Sie gar nicht? Nein, eigentlich nicht. Erstens bin ich kein Biertrinker. Ja. Ich trinke harte Sachen. Whisky? Whisky, ja, genau. Kennen Sie sich aus mit Whisky? Ja, ein bisschen, ja. Oder Grappa oder Ding oder solche, oder Wodka. Ja. Harte Sachen. Es kommt aber daher, weil mein Arzt mir damals gesagt hat, als ich mit der Magensäure zu tun hatte, da sagte, trinken Sie Wein? Sag ich, ja, ich trinke schon. Dann lassen Sie es doch. Trinken Sie doch harte Sachen. Dann haben Sie nie was mit der Magensäure. Und das stimmt, das ist wirklich wahr. Ja, das ist doch ein guter Tipp. Ja, muss ein guter Arzt sein. Ja, der hat gesagt, der hat selber gern getrunken. Aber zu viele oder zu große Mengen können es nicht sein, sonst wären Sie mit 80 nicht mehr so fit. Nein, ich trinke, ich vertrage sehr viel, sagen wir mal so, aber ich trinke selten. Okay. Ja, gewusst wie? Gewusst wie. Also wenn es lustig gerade ist und man in guter, netter Gesellschaft und Ding ist, kann es also schon mal passieren. Also ja, heute schon wieder etwas weniger. Aber früher war es immer so, also eine Flasche Whisky ist in der Nacht schon draufgegangen. Ehrlich? Ja. Respekt? Heute vertrage ich bloß noch eine halbe. Aber dafür selten, oder? Also, aber selten, nicht oft. Ja. Nein. Na gut, aber ich vertrage es. Ich werde auch nicht blau. Nee? Nee. Wie werden Sie dann? Normal. Also so wie jetzt, erzählen so gerne wie Geschichten. Jetzt. Ja, genau. Und fröhlich. Ich nicht fröhlich und Ding, gar nicht. Auch nicht melancholisch? Nein, überhaupt nicht. Nicht müde? Nee. Beneidenswert. Herr Gastell, jetzt machen wir Folgendes, bevor wir weiter ausführlich über Ihr Leben und Ihren Beruf, Ihre Berufung sprechen. Ich habe wie für jeden Gast auch für Sie so einen kleinen Lebenslauf geschrieben. Aha. Also ein paar Fakten, ein paar Zitaten, vielleicht auch ein paar Vermutungen von mir. Bitte Sie jetzt, den vorzutragen in bewährter Manier. Und anschließend sprechen wir dann über diese einzelnen Punkte. Da können Sie auch gerne kommentieren dann oder korrigieren. Hallo, mein Name ist Norbert Gastell und ich bin Schauspieler. Das Schönste daran ist, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Dabei kann die Schauspielerei manchmal knochenhart sein. In die Rolle des Homer Simpson schlüpfen zu dürfen, war für mich ein großer Glücksfall. Dabei höre ich mich gar nicht so gerne selbst. Aber ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf und setze ihn auch gerne durch. Ich denke auch nicht oft darüber nach, dass ich schon 80 bin. Aber das ist vielleicht der Grund, warum ich noch so fit bin. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Wunderbar vorgetragen. Grobe Einwände zunächst mal gegen irgendwelche Aussagen stimmt, in diesem alles, Lebenslauf. Alles, gut. Alles okay. Bühne, Film, Fernsehen, Synchron. Können Sie sagen, woran Ihr Herz am meisten hängt?
Ich habe diesen Beruf ergriffen als Bühnenschauspieler. Und das ist natürlich auch das A und O im Grunde genommen und ist auch die Basis. Und Theaterspiel ist immer noch. Ich habe zwar auch schon lange nicht mehr gespielt oder länger nicht mehr gespielt, weil ich gar nicht dazukomme. Nicht wegen des Spielens, aber wegen der Proben. Mhm. Denn ich mache sehr viel Synchron. Also nicht nur Homer Simpson, sondern ja auch viele andere Sachen. Wen machen Sie noch alles? Ach, ich habe Christopher Plummer in 76 Filmen gesprochen. Wow. Anthony Quinn habe ich als Jungen gesprochen mal. Ich könnte so einen Stapel an Blättern mitbringen, was mir ein Reporter mal mitgebracht hat, was ich schon alles gesprochen habe, was ich selber gar nicht mehr weiß. Aber warum hängt Ihr Herz so sehr an der Theaterschauspielerei? Weil das den meisten Kick gibt, der ist der Kitzel. Nein, ich kann es Ihnen genau sagen. Was ist Synchron? Was ist Filmen oder Drehen? Ist Stückwerk. Aha. Auf der Bühne musst du von Anfang bis Ende den Bogen einer Rolle durchspielen. Das kannst du bei den anderen beiden Sachen nicht. Die anderen beiden Sachen sind Stückwerk, im Grunde genommen. Mhm. Das macht halt Spaß. Erkennen die Menschen den Norbert Gastell auf der Straße, im Geschäft, in der Kneipe eher an der Stimme oder eher am Gesicht? An der Stimme überhaupt nicht. Nein? Nein, an der Stimme überhaupt nicht. Nee, da kommt auch nicht mal, Mensch, Ihre Stimme, die ist so prägnant, die kenne ich irgendwo her. Ja, das kommt schon vor. Aber Homer zum Beispiel erkennen Sie überhaupt nicht. Homer entspricht nicht Ihrer normalen Stimme? Nein, überhaupt nicht. Ja. Wenn ich den Homer spreche, dann spreche ich den ja so, da kommt kein Mensch drauf, dass ich das bin. Das klingt fürchterlich anstrengend, oder? Nee. Nicht? Für die Stimme nicht? Dafür bin ich ja Schauspieler. Ich meine, dafür haben wir auch Stimmbildung und haben Sprechtechnik gemacht, das können wir halt dann. Ja. Aber es ist schon eine Sprechrolle, die anstrengender ist. Es ist schon anstrengend, muss ich dazu sagen. Man unterschätzt Zeichentrick oft manchmal. Aber die Schwierigkeit ist beim Zeichentrick, der atmet ja nicht. Er bereitet ja nichts vor, das geht übergangslos. Ja, ja. Und normaler Mensch, da siehst du ja genau, was... Ist ja nicht bei Zeichentrick. Du musst also irrsinnig schnell umschalten können. Okay. Das Schöne ist, und das ist der nächste Satz in diesem kleinen Lebenslauf, das Schönste sogar daran ist, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Stimmt so? Ist richtig. Ja. Was heißt Hobby? Haben Sie als kleiner Junge schon Spaß daran gehabt? Ja, ich habe schon Spaß daran gehabt. In andere Charaktere zu schlüpfen, waren zu spielen? Wir wollen das gar nicht lang über die lange Kriegszeit und was dann alles kam. Nicht wahr? In jedem Fall, das war vor der Währungsreform, schon nach Kriegsende, kam ich an einer Litfaßsäule vorbei. Das muss so 1847 gewesen sein. Das heißt, da waren Sie so 15, 16? Ja, 47 war ich schon länger. 16, 17 schon, also 18. Bin ja mit 20 schon ins Engagement gegangen. Ja, ja. Und sah da ein Plakat von einer Schauspielschule. Und zwar, das war damals noch eine Vorschule sozusagen, die Paul Günther und Lisa Ney damals hatten. Das hat mich interessiert und da bin ich hin und wurde auch gleich genommen. Das war aber nur eine Vorschule sozusagen. Ich bin ja nachher zur Zerboni. Ja, ich weiß. Aber ja. Vorher gab es denn da auch schon so die Momente, wo Sie Ihren Eltern was vorgespielt haben als kleiner Knirps? Gab's schon, ja. Ja, doch. Das hat mir immer schon Spaß gemacht, da nachzumachen. Auch gerne verkleidet? verkleidet weniger eigentlich. Das war auch damals eine blöde Zeit. Da war nicht so... Nee. Aber dieser Gedanke die war dann auf einmal da. Die heute die Jugend hat, haben wir ja nicht gehabt. Ja, aber dieser Gedanke, der war dann auf einmal da. Der war also, auf einmal da. Das möchte ich machen und haben Sie gewusst, das ist es. Aber nun muss ich dazu sagen, das ist bei mir auch eine Erbsache. Weil? Weil. Mein einer Großvater, mütterlicherseits, war Oberspielleiter, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, der ist gefallen, war Oberspielleiter zur Meininger Zeit in Sachsen-Meiningen und Schauspieler. Wann war das? Das war 1800, so und so 90 oder sowas gewesen sein. Ja. Schon. Und der andere Großvater, ist ja auch sehr schön, die Erbmasse bleibt komisch, die zwei, eine Generation wird übersprungen und die Gene kommen dann komischerweise oder die Talente kommen dann wieder. Glauben Sie ja wirklich dran, dass Schauspielergen sozusagen vererbt werden kann? Ja, glaube ich. Überhaupt Berufe. Oder die Talente zu einem Beruf. Die Talente mit Sicherheit. Ja. Denn mein anderer Großvater, der war Arzt und hatte in seiner Villa in Freiburg, hat er sich unten eine Schreinerwerkstatt eingerichtet. Und was passiert? Ich schreiner gern. Ich mache meine Möbel selber zum Teil. Das hätten Sie auch werden können, Schreiner. Ja, aber Schauspieler machen wir lieber. Können Sie sagen, was die Faszination für Sie ausmacht, auch heute noch? Und hat die sich verändert im Laufe der letzten 60, 65 Jahre? Nein, es ist immer wieder was Neues. Du fängst ja jede Sache neu an. Es ist ja nichts, dass du aus der Routine also einfach nur was runterleist. Geht ja nicht. Jede Rolle ist anders. Und das ist ja das Schöne. Das ist auch beim Synchron so. Da bist du ja auch nicht nur ein Typ. Ich meine, gut, Homer spreche ich jetzt seit 20 Jahren, der bleibt natürlich immer gleich. Hat sich nicht weiterentwickelt? Aber
Nein. In seinem Charakter, der muss gleich bleiben. Nein, der bleibt immer gleich. 38 Jahre alt. 38 Jahre alt seit 20 Jahren und das ist natürlich wunderbar. Wer wird das schon? Wer ist das? Oder hat das schon? Diese Faszination der Schauspielerei, was macht die wirklich konkret aus? Dass man immer wieder eben, genau wie Sie gerade gesagt haben, in neue Rollen schlüpfen kann? Ja. Dass man sich, was man ja so oft von Schauspielern hört, das Kind im Manne bewahren kann? Die Kindheit in die Tasche stecken? Ja, das ist schon was dran, da wird, glaube ich, die richtig erwachsen. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Sagt Ihre Frau es ab und zu auch zu Ihnen? Ja. Du bist immer noch nicht erwachsen? Nee. Wie äußert sich das? Also außer jetzt im Beruf? Ich kann mich über etwas wunderbar freuen. Ich kann genauso Blödsinn machen. Und das ist, also all diese Dinge, die ja, kein ernster Mensch. Es ist manchmal ja ganz selten schade, dass wir Radio machen und nicht Fernsehen, weil man müsste Sie jetzt sehen können, Herr Gastel. Sie sitzen hier vor mir, sehen aus wie 65, reden, bewegen sich wie ein Mann mit Mitte 40. Es ist unglaublich. Ja? Also wir sprechen nachher noch darüber, ob es da irgendwelche Geheimnisse gibt. Nein. Mit Sicherheit ist wichtig, dass man eben einen Beruf gefunden hat, der einen ausfüllt. Ja. Also ich kann nicht langweilig wird. Mein Beruf macht mir Freude und ich kann wirklich sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Wer hat das heute schon? Und vor allem, wer hat ein Hobby, das ihm ein Leben lang Spaß macht? Na, natürlich, klar. Mhm. Aber wie gesagt, wer hat schon das Glück, sein Hobby zum Beruf gemacht zu haben? Und damit auch noch Geld zu verdienen und gut leben können. Auch davon leben zu können. Ja. Ne? Aber trotzdem, da sind wir beim nächsten Satz, die Schauspielerei kann manchmal knochenhart sein. Das ist richtig. In welchen Situationen? Ich denke so an meine Anfängerzeit, wenn ich so denke, ich bin 1950 bis 53 war ich in Tübingen Landestheater. Da haben wir 18 Stücke in 10 Monaten gebracht. Jeden Abend auf der Bühne? Fast jeden Abend auf der Bühne und Abstecher und Proben und denkt, gut, du warst nicht in jedem Stück drin. Natürlich, logischerweise, weil wir ein großes Ensemble hatten. Übrigens ein tolles Ensemble gewesen. Ja, sicher mit Kotschern, Fendel, Lapsin, mit Schleicher, mit Deppisch, mit Bayerhammer, mit und so weiter und so weiter. Tolle Zeit. Ein irrsinniges Ensemble. Und trotzdem, obwohl so tolle Schauspieler damals da waren und es so viel Spaß gemacht hat, war es manchmal hart? Das ist sicher hart. Weil viele sagen, ja, Schauspieler, die proben halt ein bisschen und dann steht er auf der Bühne. Von wegen. Naja, Proben sind dann schon, vor allen Dingen, wenn du dann Abstecher hast, nachts erst, also am nächsten Tag dafür wieder Probe hast und Ding und so weiter und so weiter. Also das war schon harte Zeiten. Da muss ich übrigens eine schöne Anekdote erzählen. Weil wunderbar. Ja, gerne. Ja. Wir hatten Abstecher und hatten am nächsten Tag erste Hauptprobe, Vormittag um 10. Und wir kamen nachts um 2, glaube ich, vom Abstecher zurück. Und zwei Kollegen und ich, wir haben große Rollen in dem Ding gespielt, in dem Stück. Wir waren schon so durchgedreht, dass wir, also wie man so schön sagt, wir haben die Bettkante nicht gefunden. Wir haben durchgesoffen, wir sind da früh auf Deutsch gesagt. Okay. Und dann schnell einen Kaffee und rein ins Theater. Naja, lief alles, kam alles, war wunderbar. Kritik. Der Intendant war damals von Hertha, der Herterich, sagte, also, ich weiß nicht, gell, also, es war, die Vorstellung war halt sehr müde. Die einzigen drei, die eigentlich wirklich, die voll da waren und mit Ding und alles, da meinte er uns drei. Wir haben ihm natürlich nicht gesagt, dass wir durchgesoffen haben. Aber das war jetzt nicht die Regel, oder? Dass nein, ihr nein, ohne nein, Schlaf. Nein, natürlich. Der morgens der Probe gekommen. Nein, natürlich. Das geht doch gar nicht auf Dauer, oder? Auf die Dauer kannst du nicht, aber es kann mal passieren. Wenn du so eine Zeit lang schon mal durch bist, dann ist mal so ein Sinn wechselt mal, dass man sagt, dass man aus der rausspringt. Im Moment. Ist, glaube ich, immer gut. Was fällt Ihnen leichter, eben auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Ihnen die Bühne am meisten am Herzen liegt, aber ist es deshalb dann auch einfacher oder ist es vielleicht sogar gerade deshalb schwieriger, weil man es ja einfach ernsthafter betreibt noch? Ernsthafter betreibt man alles eigentlich, muss ich dazu sagen. Man macht nichts mit der linken Hand so leicht, also ich jedenfalls nicht. Ja. Das mochte ich noch nie. Es ist natürlich, sagen wir mal, wenn du synchron machst oder wenn du drehst, wenn eine Szene nicht hinhaut, dann wird halt das so und so oft gedreht. Dass wenn du auf der Bühne stehst, was da ist, ist da. Und da kannst du nichts mehr zurückholen. Das heißt, da sind Sie dann auch aufgeregter? Ist das Lampenfieber größer? Bei Premieren, dann nicht mehr. So richtig bei, bei Premieren auch nur so die ersten Sätze. Da gibt's ja Kollegen, die leiden ja. Die, ja, furchtbar. Die sterben ja fast. Die sterben fast. Was glauben Sie, die Toilette ist beim Theater dann immer kurz vor, immer belegt. Solange sie nur belegt ist. Das ist ja, alles nein, das nimmt Gott sei Dank nicht. Wobei auch da gibt's Kollegen, ja, die sich ja vorher übergeben müssen. Ja, sogar, ja ich so weiß schon, das dass die so Lampenfieber haben. Es gibt ja berühmte Kollegen auch, die so unter Lampenfieber litten und dann zum Alkohol gegriffen haben. Das wurde dann immer mehr. Ja, das ist natürlich da in dem Fall nicht die Lösung. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo also dann Ende da ist, wo das nicht mehr geht.